Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zur 51. Folge zu Let's Play Gothic. So, wie am Ende der letzten Folge angekündigt, werden wir da noch nicht lang gehen, sondern wir gehen jetzt mal zurück und schauen uns jetzt noch überall um, dass wir alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. So, das heißt, wir gehen das wieder mal zurück und schauen jetzt einfach mal, wo wir noch nicht waren. So. So, ich mal. Nimm mal so einen Trank. Ja, da ein bisschen ein längerer Weg, dazu jetzt schau aus. So. Genau, zum Beispiel. Jetzt muss ich gerade schauen. Da waren wir. Da waren wir. Da waren wir. Da unten ist der Tunnel. Aber da waren wir noch nicht. Da gibt es zum Beispiel diesen gefährlichen Raum. Ich tue gleich mal schnell speichern. Zück eine Fackel. Müsste weiter oben sein, die Fackel. So. Und jetzt schauen wir uns das kurz mal an. Autsch. Autsch. Wir haben es mehr oder weniger geschafft. So, Heiltränke. Oh, hier ist wieder Minecrawler irgendwo. Perfekt, so, speichern weiter. So, wo sind wir hier jetzt? Auf jeden Fall hat es schon wieder sehr... Ah, warte mal. Ist es zufällig? Waren wir da zufällig auch schon? Werden wir gleich herausfinden. Da hinten ist auf jeden Fall mal Tempel, welcher Tempel kriege ich, weiß gar nicht. Jetzt werden wir da herkommen. Wollen wir kurz umdrehen. Autsch. Hat es doch einmal getroffen, aber das ist okay. So, warte mal, wenn wir da jetzt drüber. Da hinten ist ein Minecrawler auf jeden Fall. Das heißt, man muss da auch irgendwie reinkommen. Genau, und da ist nämlich wieder die, der Durch... So, das jetzt... Das ist wieder dieser Durchgang. Genau. Wo geht's da schon wieder runter? Oh Gott. Genau, auf jeden Fall den Gang kennen wir schon. Das heißt, dann haben wir den Gang soweit einmal alles einmal quasi erforscht. Aber wo geht's denn da lang? Vielleicht geht es also diesen Minecrawler runter, den was wir gesehen haben. Schauen wir mal. Gehen wir mal da lang. Jupp, das ist ziemlich sicher sogar da. Das sind zwei, gell? Was? Ich weiß jetzt, den Schaden, den so Minecrawler oder generell Viecher verursachen. Wird das vor unter irgendeiner von den Kategorien wahrscheinlich nicht. Weil es ist weder Waffe noch Pfeile noch Feuer noch Magie. Hm. So. Ich tue mal wieder mal Vollgas Stärke anziehen. Wie viel haben wir denn jetzt? 150 Stärke. Nicht schlecht. So. Ja, wir machen es ja bemerkbar. So. Mir ist das schon so wurscht für die Fackeln, wir haben so viele Fackeln. Hätte es zurückgehen können und die Fackel wieder mitnehmen können, aber. Oh, Minecrawler-Eier. Haben wir da wieder ein kleines Nest gefunden? Zum Glück, diesmal ohne Königin. Ein Trunk. Barbarenfaust, war es eine Waffe? Oh ja, aber. Keine gute. Also schon eine gute, aber nicht so gut wie unsere. Trunk, irgendwas Besonderes gewesen? Nee, okay. Noch ein Trank. Wieder nichts Besonderes. So, und ein paar Minecrawler-Eier. Die können wir wieder teuer verkaufen. Für die Anrufung werden wir sie nicht mehr brauchen. Hat es das hier übrig. Okay, cool. So, dann haben wir hier mal. Beide Fackeln theoretisch draußen mitnehmen. Tatsächlich. Nehmen wir sie mit. Warum nicht? So. Schauen wir mal da runter. Ah,
Aha, du hast ein Tagebuch. Das wird spannend. Das kann man gar nicht mehr erinnern. Ein altes, was schließendes Buch. Es fehlen Seiten. 23. Tag. Ich habe das Zeitgefühl verloren. Ich schätze, es ist 23 Tage her, seit uns die Orks gefangen genommen und zur Arbeit gezwungen haben. Die Arbeit ist hart und die Bastarde haben keine Gnade. Wer schwach ist, ist tot. Ich will ja abhauen, egal wie. 28. Tag. Wir mussten die Stollen noch weiter in den Berg hineintreiben. Der vordere Bereich ist schon gigantisch, wenn ich nur wüsste, für was wir das tun müssen. 67. Tag. Ich habe erzählt bekommen, dass diese Priester der Orks keine Herzen mehr hätten. Aber wie können sie leben? Außerdem habe ich das Schwert gesehen, vor dem sich die Priester so fürchten. Hätte ich es nur, ich würde es ihnen in ihren Körper jagen. 78. Tag. Das Schwert liegt in einem Raum im vorderen Bereich des Tempels, wird aber von einem Priester bewacht. Ich werde flüchten. Mein Tagebuch lasse ich hier liegen. Vielleicht hilft es irgendjemandem mal. Habe ich das Schwert gesehen, vor dem sich die Priester fürchten? Ja, das Schwert, das werden wir auch finden. Das werden wir finden. So, da haben wir Erd, das ist cool. Heilzauber, Modelle der Läuterung, 10, 8, muss man schauen. Und wieder ein paar Fackeln. So. 15, 15, 10, okay, das haben wir schon, das Amulett der Läuterung, aber trotzdem nicht schlecht. Allerdings ist es ein wenig wert, wenn wir wieder verkaufen. Okay, cool, auch interessant. Habe ich auch nicht mehr gewusst, habe ich vielleicht auch noch nie gefunden, wenn das sei. Okay, das heißt, dann sind wir aber hier unten theoretisch fertig. So. Das heißt, wir können. Achso, sicher, sicher. So, da brauchen wir auf jeden Fall die Fackel, da ist extrem finster. Dann können wir da jetzt weiter. Wir könnten außerdem. Natürlich mal ein bisschen voll heilen. Alles klar. So, das heißt, ich glaube, von da sind wir ja... Genau, da liegt nur eine Fackel von uns. Nehmen wir auch mit. Was wir haben, haben wir. So. Können wir da mal lang gehen. Da fehlt auf jeden Fall eine Brücke. Kann man die vielleicht? Nö. Oha. Okay. Gut, dass wir das schon mal rausgefunden haben. Per Zufall. Nein, ich wäre da fix hineingelaufen. Vom Pfeil ist, glaube ich, nichts mehr übrig auf jeden Fall. Das ist nur ein kleines Holz. So. Ich muss abspeichern. Da hinten sehe ich einen Dämonen auf jeden Fall schon mal. Korrigiere, ich sehe zwei Dämonen. Der eine schaut mir an, der andere schaut die Wand an. Kann ich den pullen? Ja, den kann ich pullen. Autsch. Ich weiß, der One-Hit. Achso, ich sehe, glaube ich, weil wir die Ringe ausgerüstet haben. Okay, so, das war ein kritischer Treffer. Da hätten wir mal einen Schalter, den wir, glaube ich, nachdem ich schnell gespeichert habe, mal betätigen werden. Brücke? Oder gar nichts einfach? Okay. Na, gehen wir mal weiter. Vielleicht gibt es ja mehrere Schalter. Das nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. So. Und dann gehen wir mal da weiter. Vielleicht gibt es einen anderen Schalter. Schalter und Dämonen. So, wie viel gibt's da? Auch wieder zwei. Ja, im Endeffekt. Selbst wenn beide kommen, das ist nicht so schlimm. Level up.
So, sehr gut. Wieder ein bisschen mehr Leben. Hinten liegt ja nichts aus, nur Fackel. Wo ist das Skelett? Heldenschneide. Okay. Braucht sie cool aus, was sie ist. Alles klar. Nächster Schalter. Okay, vielleicht gibt es einen dritten Schalter. Wie viele Lernpunkte haben wir eigentlich schon? 55. Gut. Die werden wir auf jeden Fall noch ausgeben. Das wird in der Folge, wo ich die Lernpunkte ausgeben werde. Diese Folge werde ich, glaube ich, Trigger Party nennen. Weil ich glaube, ich weiß schon, wo es jetzt ausgibt, die Lernpunkte. So. Gut, da geht's eh noch weiter. Was heißt denn jetzt da vielleicht der dritte Schalter? Auf jeden Fall ist wieder identischer Raum mit Feuerdämonen. Aber diesmal ist es nur einer. Okay, na dann. Komm her. So. Da habe ich aber gedacht, ich muss mich in dem ersten Raum, wo wir waren, auch noch mal umschauen, weil ich glaube, da habe ich mich gar nicht gescheit umgeschaut. Sonst gibt es ja nichts mehr über das Skelett. Nö. Gut. Nur richtig stehen. Jetzt. Ja. Wenn jetzt die Brücke ausgefahren wird, dann bin ich glücklich. Das schaut nach Brücke aus. Mhm. So, das heißt, jetzt trinken wir wieder mal so einen Trank. Weil es wird jetzt der längere Weg wieder werden zum Zurücklaufen. Packeln immer wieder mit. Und da ist es dann. Achso. Wir lassen die Fackel liegen, ausnahmsweise mal. Na, komisch, dass man mit der Fackel in der Hand nicht sprinten kann. Aber okay. Hinterfragt es nicht. So. Da war der zweite Raum. Da hinten war der erste Raum. So, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz da und so um. Ist da noch irgendwo? Nö, da ist kein Skelett, okay. Dann wird da wahrscheinlich auch nichts herumliegen. So, und dann schauen wir mal über die Brücke. Hinten sehe ich auch Fackel herumliegen. So, bevor wir da jetzt lang gehen, schauen wir mal. Varag Rushk. Okay, da haben wir den nächsten Priester. Ork-Priester, untoten Ork-Priester. Oder Ork-Schamane. Wie auch immer man sie nennen möchte. Aber untot sind sie auf jeden Fall. Wer das Leben da lebt, ist ohne Herz ein wenig schwer. Jetzt habe ich auch wieder Fackel, es ist mir wieder so finster. Ah, kommt man leicht. Ich glaube, wir haben einen alternativen Eingang gefunden. Okay. So, jetzt werde ich aber auf jeden Fall. Pass auf, der wird irgendwas mit Magie machen. Das heißt, ich werde mich jetzt ausrüsten mit dem. Achso, warte, ich muss wieder mal abrüsten. So, und zwar auf jeden Fall mal mit dem. Magie und das passt eh. Die zwar. Genau. So. Und ich werde vielleicht auch noch einen normalen Speicherpunkt machen, weil vielleicht werde ich den aus Screenshot hernehmen. Aus Screenshot sage ich aus Thumbnail. Man muss nicht so weit gehen, wie sonst auch immer. Da. Ja. Ist das schon das Schwert des. Autsch, der greift mich an.
Hätte vielleicht das eine Amulett ausrüsten können. Mit, also was wir gekriegt haben vom, wie heißt der, von Urshak. Oder war es der andere, der Tarok oder wie der heißt, wie hieß. Aber von woher soll ich wissen, dass der Feuer Schaden macht. So, Schabernack, schon wieder Schabernack. Gut, dann wäre der nächste Sieg und da ist das sonderbare Schwert. Genau. Oh, wo ist denn das sonderbare? Ist das da jetzt noch? Schauen wir mal. Dämonenstreich, das haben wir jetzt gerade gefunden, das hat er gedroppt und da ist das sonderbare Schwert. Ein wundervoll gefertigtes Schwert. Uralte Runen wurden in die Klinge eingraviert. Vielleicht kann Xardas diese Runen entziffern. Bevor er das Schwert nicht identifiziert hat, lege ich es besser nicht ab. Mhm. Das werden wir brauchen. So, und die Frage ist jetzt. So macht man das. So. Dann Indiana Jones, unser Held. Okay, passt. Dann sind wir aber hier eigentlich auch fertig. Wir können dann dieses Gebiet quasi auch verlassen. So. Ich gehe da schnell durch. Das wird uns so ein bisschen wehtun. Aber was soll's. Let's go. Upp. Autsch. Autsch. Easy. So. So. Passt. Dann gehen wir uns aus und wieder umrüsten. Ich schätze mal, dass wir jetzt mal Mindcrawler kann nicht mehr begegnen werden. Ich glaube, da haben wir ziemlich alle ausgelöscht. Das hätte man sich ausrüsten können. Aber wie gesagt, ich habe nicht gewusst, ob er wirklich Feuerschaden macht oder irgendein anderer Ort dann von Magie. Deswegen habe ich es mal gelassen. Und nehmen wir das wieder. Achso. Ja genau, Ringe passen, was wir ausgerüstet haben. So, das heißt aber. Warte mal, jetzt muss ich kurz wieder orientieren. Da geht's glaube ich wieder zurück. Genau, weil da waren wir. Genau in den Gang waren wir jetzt auch überall eigentlich. Also gehen da jetzt wieder komplett zurück. Perfekt. So, und jetzt sind wir hier wieder. Was gibt's da noch zu entdecken? Auf jeden Fall. Guck mal, da gibt's nichts mehr. Jetzt bin ich da mal mit einer Fackel aus. So. Okay. Ich glaube, das ist einfach der Hinweis, dass man auf solche Schalter mit dem Bogen schießen sollen, würde ich vermuten. So, da unten in dem Mindcrawler Gang möchte ich noch nicht weiter, sondern mal da. Das ist ein Kollege. Na, war denn da Vision? Da war. Ja, weißt du, ein wenig doof. Oh, nicht der V rutschen. Auch die Waffe. So, sind wir wieder mit. Aha. Mal wieder ein bisschen was. So, da la, perfekt. Da ist eh nichts, das heißt, es geht hier eh nur hier weiter. Da erwartet uns schon der nächste. Kann man sich eigentlich anschleichen? Na, genau, anscheinend nicht. Das war der nächste. So, wo kommen wir da raus? Auf jeden Fall beim nächsten Tempelwächter. Autsch.
So. Wieder einer weniger. So, wo sind wir hier jetzt? Das ist, glaube ich, genau, das ist der andere größere Raum. So. Etwas eh nichts. Genau, da schauen wir sie noch einmal um. Und da ist, wenn ich es richtig sehe, geschlossen, aber das ist ein Schalter. Skelett, aber hat kein Blut bei sich. Da ist nur ein Schalter. Aha, da kann man das Ganze wieder zumachen. Ich mache mal zu. Weiß nicht warum, aber ich mach's einfach. Guter Tango! Sterblicher! Deine Reise endet hier bei mir! Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Jetzt habe ich natürlich nicht das richtige Equipment da. Oh oh. Aber, kann ich schon wieder leveln. Wir brauchten schon. Dingens. So, Zeitenklinge. Dies war das Schwert des untoten Orkpriesters Varak Unnilgt. Die Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden. Vielleicht ist das Schwert noch auf andere Art und Weise nützlich. Blitz, genau, das war jetzt nicht sauber. Und schon wieder Schabernack. Perfekt. So, da la. So, jetzt schauen wir, dass wir da irgendwie wieder rauskommen. Wir haben außerdem einen neuen Tagebucheintrag gekriegt. Bevor ich mir das durchlese, möchte ich vorher nur dann nochmal was probieren. Das mache ich onscreen. Und wenn das jetzt. Boah. Wenn das das ist, was. Wenn dann das passiert, was ich glaube, dann muss ich offscreen was machen. Sind wir gleich tot, wenn wir das runterfallen? Ha. Na. Okay. Zornstahl. Wieder coole neue Waffe, aber welche als wie unsere Trollfaust? Böhm. Das ist ein Sarg. Ah, so kommen wir also wieder raus. Alles klar. Nur darauf, bevor die Stacheln da rauskommen. Und da ist ein Spawner quasi. Okay, passt. Aber dann haben wir das auch erledigt. Jetzt will ich mal abspeichern. So, 131. So, jetzt möchte ich was testen. Wir haben ja eh zum Glück vor dem letzten Unterpriester haben wir eh abgespeichert. Und ich habe ja vorher schon erwähnt, dass da keine Dialogzeile kam. Und das ist mir ein wenig komisch vorgekommen. Das war nix. Ups. So. Kommt man irgendwie anders auch durch? Na, so nett. Alter Schwede. Aber sonst wissen die keinen anderen Weg. Na, das war wieder falsch. Außer da seitlich hinein. Weil man kann es ja nicht irgendwie deaktivieren. Da nirgendwo ein Schalter oder so, ne? Sobald man da reingeht, greift er uns sofort an.
Da kommt keine Dialogzeile oder so. Doch, okay. Zu Ende ist ein langer Weg. Brennen soll deine sterbliche Hölle. Das wollen wir doch mal schön bleiben lassen. So, das war ja. Okay, dann muss ich jetzt leider den ganzen Weg jetzt dann nochmal machen. Weil, wie gesagt, das ist mir jetzt abgegangen. Und nämlich dadurch auch nämlich gerne Tagebucheintrag. Wir haben da genau zwei neue Tagebucheinträge. Barak Kasorg, ein weiterer der fünf Ork-Schamanen, wird uns seine erbärmliche Existenz mir zu Füßen beenden. Barak Rusk, einer der untoten Schamanen, der Schläfer herbeirufen, kreuzt nun meinen Weg. Er wird mich nicht aufhalten, dafür sorge ich. Genau. So, dann werde ich es aber schnell an Cut setzen. Das sonderbare Schwert nehmen wir wieder mit, weil das werden wir noch brauchen. Das ist ziemlich wichtig sogar. Wenn es schafft, dass ich es mitnehme. Jetzt. Perfekt. So, genau, wie gesagt, dann werde ich schnell einen Cut setzen und wir sehen uns gleich nach dem Cut wieder. So, und da sind wir wieder. Also, jetzt habe ich es nochmal bis daher gespielt. Muss mich kurz heilen. Diesmal hat der Kollege da hinter mir, der Wiederkassen, Warak Unhilgt, hat ein bisschen mehr Probleme gemacht. War ein bisschen mehr Leben verloren, aber tot ist er trotzdem. So, genau, und jetzt haben wir wirklich von der Quest her alles mitgenommen. Warak Unhilgt, einer der fünf Ork-Schamanen des Schläfers, steht vor mir. Nur einer von uns wird diese Kammer verlassen. So waren es wir natürlich. So, jetzt ist weiter. Gut, aber wir müssen sowieso die Folge gleich beenden. Nämlich wieder fast eine halbe Stunde auf. Ich möchte. Ach, ich hab's geschreckt. Eine Sache möchte ich jetzt noch mitnehmen, die habe ich nämlich vergessen. Und zwar, dafür gehen wir mal, mich jetzt sowieso in die eine große Kammer da wieder zurück. Da gehen wir. Genau, da gehen wir eben, wie gesagt, nochmal da schnell zurück. Und da gibt es nämlich noch einen Schalter, den man betätigen kann. Das habe ich vor, nicht vor dieser Folge, sondern vor der letzten Folge, wo ich nachgesehen habe, wie es hier weitergeht in den Raum, habe ich den Schalter gefunden. Das habe ich vergessen, dass ich das noch zeige. Und zwar, warte mal, das haben wir da falsch. So. Das war nämlich noch in dieser Kammer. So, und zwar gibt es hier nämlich, wenn wir da ein bisschen nach rechts schauen, einen Schalter, den können wir betätigen. Und dann öffnet sich das hier. Und da finden wir einen Trank, eine Spruchrolle, einen Rachestahl, einen Trank und das war's. Genau, das wollte ich euch jetzt noch zeigen, aber kein besonderer Trank und ich glaube, es war keine besondere Spruchrolle dabei. Haben wir da Eisblock? Nö, Heilung? Nö, nichts sonst dabei, also normales Zeugs, sage ich mal. Genau. Gut, liebe Leute, dann, ja, war's das mit dieser Folge. Genau, in der nächsten Folge werden wir uns weiter uns noch umschauen im Tempel. Und, ja. Genau, dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Die kommt morgen um 17 Uhr online. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, euer Dom.